Also der Ausgangspunkt sollte ja immer irgendwie eine Toilette sein oder so. Oder muss ich einfach auf das Fähnchen klicken? Nee. Ja, der Hund ist auch müde, ne? Der sieht jetzt nichts. Aber da im Außenbereich schon irgendwelche Fähnchen. Also hier findet der jetzt nichts. Das hilft so, glaube ich, nicht. Das ist Mist. Ich glaube, wir kriegen demnächst einen Ausbruch, weil ich nicht finden kann, wo da der Tunnel sein soll. Also von wo der kommt. Laut der Alpha, also laut diesem Alpha-Video, soll das nur an den Toiletten sein. Jetzt kann ich natürlich überall die Toilette auf und zu machen. Nur, das kann ja jetzt nicht Sinn und Zweck sein. Also, auf und zu machen. Ich meine jetzt abbauen und wieder dran bauen. Da scheint nichts zu sein. Hier sind keine Fähnchen. Da auch nicht. Der Hund findet jetzt auch nichts. Hinkriegen. Gleich. Dog Patrol Routes. Jetzt hier die so mache. So, dann müsste ich doch eigentlich alle abgedeckt haben. Dann bräuchte ich aber noch Hunde. Also den Hund wollte ich ja da lassen, damit er die eingehenden Sachen halt gleich untersuchen kann. An so viel kann ich mich ja noch dran erinnern. Und auf einmal machen wir wieder Plus. Ziemlich undurchsichtig, wieso? Wegen den Exporten, hm? Gut. Wenn es so weitergeht, gerne.
Ihr habt doch Schlüssel, oder nicht? Nee. Doch nicht. Der Hund ist auch müde. Was kostet mich denn eigentlich ein Hund? 500 am Tag. Na komm, wir machen das jetzt einfach mal. Tut sich nichts. Der findet auch nichts. Da haben wir auch nichts. Also da bin ich jetzt ein bisschen ratlos. Also entweder es gibt tatsächlich noch keinen Tunnel, er würde mich aber schwer wundern. Dann müsste mir den Gefangenen ja wirklich sämtliche Werkzeuge weggenommen haben. Aber ich glaube, die können auch mit den Händen buddeln. Nur wie sich dann durch Beton buddeln wollen, wollen sie sich da durchkratzen. Das weiß, glaube ich, nur Gott allein. Ich weiß es nicht. Nun gut. Schauen wir uns mal die Grants an. Das läuft. Im Moment 53. Und the General Education Course, den hat wohl noch keiner gemacht. Aber anbieten tue ich den doch, oder? Ja, aber da gibt es im Moment auch keinen, der Interesse dran hat. Und 25% ist natürlich schon echt mies, ne? Könnten natürlich auch eins stoppen. Achso, das ist der. Wir machen das einfach mal weg. Weil kann ja eh nur einer halt unterrichten. Da sollen die sich dann halt da verteilen. Guard Taser. Es sind noch vier, die in der Warteschlange sind. Wir müssten natürlich, ja, Momentchen, wir müssten das ja eigentlich, oh, jetzt geht's auf einmal doch. Die Uhrzeit müsste man noch selber bestimmen können. Das wäre vielleicht günstig. Das geht nämlich von 11 bis 12. Wir machen das einfach mal zwischen 11 und 12. Ich glaube, da gibt es dann auch mehr Leute, die das machen können. Und General Education, boah, von 1 Uhr bis 4.
die Uhr, das geht ja schlecht, ne? Und wir können es mal ausprobieren. Vielleicht klappt das dann besser. Wer weiß. Vielleicht werden die ja dann freigestellt oder so. So, und jetzt während der Arbeitszeit war dann die Recreation halt immer ganz schlecht. Jetzt gucken wir uns das einfach mal an, ob das jetzt durch die Fernseher, die jetzt da drin stehen, was besser wird. Wäre natürlich der Knüller, wenn die jetzt alle vorm Fernseher hängen würden und nicht mehr arbeiten würden. Also wirklich was tun die ja nicht. Warum haben sie den denn jetzt erwischt? Wie ist der rausgekommen? Oder der sollte die Sachen reintragen. Ah, die Tür steht ja. Dann haben wir noch was vergessen. Nämlich hier. Staff only. Jo. Da haben die nämlich nichts verloren. Schauen wir uns mal an, wie sich das jetzt verhält. Also Recreation, schon doch noch kritisch, ne? Also das hilft nicht. Vielleicht muss ich den doch tatsächlich Fernseher auf die Zellen stellen. Aber jeder Fernseher kostet, glaube ich, 200, Quatsch, Objekt. Hier, ja, 200. Bei 64 Zellen. Rechnet euch selber aus. Das ist nicht gerade mal so ein bisschen Taschengeld, was man dann da investiert. So, der findet nichts. Vielleicht habe ich auch echt Glück und es gibt gar keine Tunnels, weil sie sich nicht trauen oder weil sie keine Dinge haben, womit sie das machen könnten. Wie Löffel, Gabel, Messer, sonstige spitze Gegenstände, mit denen man gut graben und buddeln kann. Weil irgendwo laufen sie ja dann doch immer durch einen Metalldetektor, ne? Also vom Besuch können sie eigentlich nichts mitkriegen, ist ein Metalldetektor. Aus der Küche können sie nichts mitnehmen, ist auch ein Metalldetektor. Aus den Werkbereichen auch nicht. Das heißt, sie können es eigentlich nur... tja, wo können sie das eigentlich noch herkriegen? Nur noch von den Wachen selber. Der Rest geht nicht. Ah, guck mal, da haben wir noch gar keine Fenster drin. Oder? Das sieht nicht so aus, als ob wir da Fenster drin hätten. Aber das steigt ja dann, wenn die nicht da sind.